Willkommen Freunde zu einem neuen Video. Ich würde sagen, in diesem Video gucken wir uns nochmal dieses Hotspot-Problem mit PS Portal an. Also wenn ihr euch mit PS Portal über einen Hotspot von eurem Smartphone von unterwegs auf eure PS5 verbinden wollt, da gibt es ja einige Probleme und es liegt aber nicht an Sony, sondern zum Beispiel an euren Router- oder Provider-Einstellungen. Und genau dieses Problem versuche ich jetzt mit diesem Video zu lösen. Ich zeige euch, wenn ihr zum Beispiel eine Fritzbox habt, welche Ports ihr freigeben solltet, welche automatische Einstellung es dafür gibt und welche sehr sichere Methode, um das Ganze mal zu testen. Das gibt's alles jetzt in diesem Video. So, an dieser Stelle mal der Beweis, dass es funktioniert. Bevor wir jetzt gleich zu den Port-Einstellungen kommen, hier habe ich mich gerade über mein iPhone mit dem Hotspot verbunden. Darunter mein WLAN. So, das hat jetzt gerade funktioniert. Jetzt, zeige ich euch nochmal den NAT-Typ, denn hier habe ich NAT-Typ 3. Das ist so in Ordnung, weil es über den Hotspot geht. Habt ihr aber den NAT-Typ 3 auf der PS5, geht es nicht. Dann müsst ihr eventuell euren Provider mal kontaktieren, denn da solltet ihr NAT-Typ 2 haben. So, ich verbinde mich jetzt mal. Jetzt mal kurz der Test, ob es denn auch funktioniert. Und ja, es hat funktioniert. Hier nochmal die Einstellungen. Das ist gleich vielleicht nochmal ganz wichtig. Zum Beispiel, hier seht ihr auch eure IP-Adresse von der PS5 und das Standard-Gateway zum Anmelden zum Beispiel in eurer Fritzbox. Genau, hier sind die ganzen Einstellungen. Und dann, ja, geht's jetzt mal zum Test in Red Dead Redemption 2. Ob das denn funktioniert? Ich habe LTE übrigens. Also keine mega schnelle Verbindung, aber es reicht natürlich aus. Und ihr seht, also es funktioniert direkt. Ich habe jetzt hier nicht irgendwie lange herumgetestet. Ich habe das Ganze natürlich auch unterwegs probiert. Das habt ihr vielleicht mal auf TikTok gesehen. Da bin ich mit dem Auto einfach mal ein Stück in die Pampa gefahren und ja, habe mich über mein Handy, über den Hotspot verbunden und das hat gut funktioniert. Wunderbar, oder? So, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir mal zu den Port-Einstellungen im Router. In meinem Fall die Fritzbox. Alle Einstellungen, die ihr da durchführt, natürlich gehen auf eure Kappe. Also ich kann keine Garantie übernehmen. Und nicht jeder hat eine Fritzbox. Also bei euch sieht es ein bisschen anders aus. Aber das Prinzip einer Port-Weiterleitung oder Port-Forwarding, das ist natürlich überall gleich. So, hier nochmal der Beweis. Und dann sehen wir uns gleich in der Fritzbox. So Leute, wir befinden uns bei mir in der Fritzbox. Ja, ich habe eine Fritzbox, die 7530 und ja, ihr könnt euch damit connecten, indem ihr zum Beispiel die IP-Adresse eures Standard-Gateways eingibt. Das ist jetzt die 192.168.188.1. In meinem Fall könnt ihr zum Beispiel auf der PlayStation sehen, wenn ihr in die Netzwerkeinstellungen geht. Damit könnt ihr euch anmelden oder zum Beispiel halt über euer Netzwerk geht ihr, gebt ihr fritz.box ein, dann kommt ihr hier auch in die Übersicht und genau, jetzt sind wir beim Thema Portfreigabe. Wenn denn eure oder euer PS Portal, euer PS Portal Remote Player, sage ich immer, deswegen der PS Portal, sich nicht mit eurer PS5 verbinden möchte. Wir gehen hier auf Internet und dann auf Freigaben und hier habe ich jetzt meine PS5. Ihr seht hier PS5, die IP-Adresse, eine IPv4. Adresse 192.168.188 und die 36 am Ende und ihr seht, ich habe hier schon eine selbstständige Portfreigabe aktiviert. Das sind halt alles Geräte, wo ich halt nochmal irgendwie ja, besondere Einstellungen vorgenommen habe oder halt, die man hier vornehmen kann. Ich gehe jetzt hier mal auf Bearbeiten und dann seht ihr hier schon das Gerät, meine PS5. Ihr seht die IPv4-Adresse. Ganz wichtig ist halt, dass ihr hier den Haken setzt. Das ist eine der Möglichkeiten. Selbstständige Portfreigaben für dieses Gerät erlauben. Das heißt, dass die PS5 dann selber entscheidet, welche Ports sie benötigt. Das ist eigentlich das Einfachste, was ihr machen könnt. Das habe ich auch so gemacht, beziehungsweise mein Router hat es für mich gemacht und es hat direkt auf Anhieb funktioniert. Ihr seht dann auch schon die geöffneten Ports über IPv4, UDP. Das sind, das ist die 8572, 9303, 9297, 9308. Das sind jetzt gar nicht so viele. Es kann auch sein, dass ihr, je nachdem, wo ihr seid und welchen Provider ihr habt und so weiter und so fort, dass ihr andere Ports freigeben müsst. Dazu jetzt gleich aber nochmal mehr. Und wenn aber gar nichts geht oder ihr es wirklich einfach nur mal ausprobieren wollt, im Worst Case sage ich jetzt mal, dann könnt ihr auch hier diese IPv4-Einstellung anhaken. Dieses Gerät komplett für den Internetzugriff über IPv4 freigeben, X-Post-Host.
Diese Einstellung kann nur für ein Gerät aktiviert werden. Das heißt, eure PS5 wird in eine DMZ, also eine demilitarisierte Zone, gesetzt. Das ist halt nochmal ein abgegrenzter, besonderer Bereich, in dem sich dann eure PS5 befindet und sämtliche Ports werden freigegeben. Also alles von draußen kann reinkommen, kann auf die PS5, jede Verbindung von außen funktioniert. Beziehungsweise der Austausch, der ist komplett frei. Also wenn man sich das jetzt mal so vorstellen möchte, es findet quasi keine Kontrolle mehr statt. Und da gibt es natürlich dann Sicherheitsbedenken. Also alles kann irgendwie zugreifen auf eure PS5. Deswegen solltet ihr diese Option wirklich nur zum Testen dann anhaken. Und ja, am besten nutzt ihr wirklich da oben den Haken, selbstständige Portfreigabe. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar könnt ihr auch manuell eure Ports oder ja, verschiedene Ports freigeben, freischalten. Das geht hier unten bei der Fritzbox unter Neue Freigabe. Dann geht ihr auf Portfreigabe. Andere Anwendung, Bezeichnung könnt ihr dann zum Beispiel, ja, wie ihr wollt, PS5 eingeben, Protokoll, TCP und UDP. TCP und UDP sind hier wichtig, zwei verschiedene Protokolle. Hier könnt ihr einmal den Bereich der Ports quasi auswählen. Also habt ihr jetzt zum Beispiel Port 1 bis 5, dann könnt ihr halt ja hier 1 bis 5. Habt ihr jetzt nur einen Port, könnt ihr hier zum Beispiel 1 oder 5. Ja, dann müsstet ihr das hier natürlich wieder wegmachen. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel irgendwie dann Port 10.000 bis 10.099 oder so habt, dann könntet ihr den natürlich auch alle einzeln freigeben lassen. Aber dafür ist dann eigentlich hier dieser Port-Bereich. Also bei 10.000, ach Quatsch, so 10.000 und dann hättet ihr hier 10.099. Das heißt, diese 99 Ports werden alle freigeschaltet. So, jetzt kommen wir aber zu den Ports, die wichtig sind. Ich kann natürlich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, denn ihr seht ja, bei mir sind es nur diese vier Ports, die freigeschaltet worden sind, automatisch von meinem Router. Und so funktioniert es halt. Aber ich zeige euch mal die Ports, die schon freigeschaltet werden sollten, damit es wirklich mit großer Sicherheit funktioniert, okay? Also, es gibt, wir fangen bei TCP an. Da gibt es dann erstmal den Port 80, okay, dann geht er hier auf OK. Ihr könnt im Grunde das hier so angeklickt lassen. Ihr könnt aber auch auf Internetzugriff über IPv4 gehen. So, also Port 80 TCP, dann habt ihr noch 443, ja, 443. Dann habt ihr den Port 3478 und 3479. Ihr könnt natürlich das dann auch hier drüber machen, aber gut, das kann man jetzt auch einzeln machen. Und dann habt ihr noch 3480. Ja? Dann kommen wir jetzt zu UDP. Dann gebt ihr hier natürlich UDP ein. So, und dann habt ihr 3478. 3479. 3479. Zack, zack. Und dann, bei dem bin ich mir aber wirklich unsicher. Den habe ich auch bei anderen jetzt zum Beispiel nicht gesehen. Selber habe ich den jetzt auch nicht drin bei mir. Aber, beziehungsweise es ist eine ganze Range an Ports. Das ist die 35535. So, genau. Also bei dem, den solltet ihr, beziehungsweise diese Einstellung solltet ihr vielleicht dann erstmal weglassen. Also wenn es dann funktioniert mit den anderen Ports, dann, ja, dann reicht das so. Aber das könntet ihr natürlich testhalber dann mal ausprobieren. Aber ihr seht, da werden dann sehr viele Ports freigeschaltet. Kann ich nicht meine Hand für ins Feuer legen. Aber diese Ports, die ich jetzt hier gerade gezeigt habe, damit könnt ihr auf jeden Fall anfangen. Und das sollte dann funktionieren. Ganz wichtig natürlich nochmal der NAT-Typ. Über meinen Hotspot habe ich halt NAT-Typ 3, wie ich ja schon eben erklärt habe. Über die PS5 habe ich den NAT-Typ 2 und das funktioniert. Habt ihr aber bei eurer PS5 NAT-Typ 3 zum Beispiel, dann müsstet ihr entweder hier nochmal über Port, Freischaltungen, Weiterleitungen nochmal was regeln oder es geht nicht und ihr müsst bei eurem Provider zum Beispiel anrufen und fragen, ob ihr... Ja, ob die quasi euch das wechseln können von Typ 3 auf Typ 2. Und wenn ihr eine IPv6-Adresse habt, dann müsstet ihr vielleicht auch bei eurem Provider anrufen und dann fragen, können die das von IPv6 wieder auf IPv4 umstellen? Das sind eigentlich die wichtigsten Einstellungen. Ihr könnt natürlich sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt. Wir können uns gerne in den Kommentaren gegenseitig helfen. Und dann sollte eigentlich dieses Problem, dass man sich über einen Hotspot nicht mit der PS5 verbinden kann, ja, der Vergangenheit angehören. Das ist auf jeden Fall ein schönes Thema, wenn man sich da gegenseitig helfen kann.
Und freut mich auch, wenn ich euch vielleicht ein bisschen helfen konnte. Und dann in dem Sinne sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Vielen Dank.